Rentenerhöhung 2023 ist beschlossene Sache. Bundeskabinett hat heute am 26.04.23 den Verordnungsentwurf beschlossen und wird diesen in Kürze dem Bundesrat zur Entscheidung vorlegen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Viele Menschen in Deutschland kennen uns ja schon oder kennen mich schon. Und ich finde das immer ganz wichtig, dass Sie auch hier aktuell informiert sind über die laufenden Gesetzgebungsverfahren. Wir haben ja 20. März 2023 kam ja der SPD-Minister Hubertus Heil. Sie können sich, Sie sehen ihn ja vor sich, ein großer, stattlicher Mann. Und der hat uns dann die aus meiner Sicht nicht schlechte Nachricht gebracht, dass es in Deutschland eine Rentenerhöhung geben wird, und zwar im Westen 4,39% und im Osten dann ein wenig höher. Ja, und das flankiert mit einem Entwurf einer Rentenwertbestimmungsverordnung. Ja, der Entwurf ist ein Entwurf, damit können wir nicht viel anfangen, sondern dieser Entwurf muss in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden. Und das hat heute sozusagen begonnen. Wir haben einen Kabinettsbeschluss der Bundesregierung, und diese Bundesregierung hat, ich zeige Ihnen das jetzt mal in der Pressemitteilung, uns so dankenswerterweise mitgeteilt, dass sie die Rentenwertbestimmungsverordnung beschlossen hat. Ja, hier steht's. Und die Rentenangleichung Ost kommt früher als erwartet, also ein Jahr. Und die Rentenanpassung ist 4,39% im Westen und 5,86% im Osten. Dann für mich viel interessanter ist natürlich, also da gibt es verschiedene Begründungen, warum die Rentenerhöhung so ausfällt, wie sie jetzt ausfällt, dass wir ein Problem mit dem Nachhaltigkeitsfaktor haben, der wirkt sich ein bisschen dämpfend aus, gefällt mir auch nicht so ganz. Das deutet schon möglicherweise auf eine Entwicklung hin, die ja letzten Endes keiner will, aber die kommen wird, nämlich dass wir immer weniger Beitragszahler haben und dafür immer mehr Rentner haben. Aber jetzt haben wir erstmal einen einheitlichen Rentenwert ab dem 1.7.2023. Rentenwert Ost und West sind dann 37,60 für einen Entgeltpunkt. Und die Bundesregierung hat hier diese Rentenwertbestimmungsverordnung beschlossen. Und so wie es aussieht, wird der Bundesrat am 16. oder am 19. Juni über die Rentenwertbestimmungsverordnung entscheiden. Das muss so sein, der muss noch im Juni entscheiden, weil wir ja zum 1.7. diese Rentenerhöhung dann haben wollen. Also die muss ja dann an dem Tag auch irgendwie in Gesetzesform gegossen sein, damit sie dann auch einen Anspruch haben auf ihre Rentenerhöhung. Meine Damen und Herren, ich finde keine schlechten Nachrichten. Also das übliche Prozedere, das Gesetzgebungsverfahren ist in Gang gesetzt worden und wir können uns jetzt so nach und nach ganz langsam entspannt zurücklehnen und auf den 30.06.2023 warten. Natürlich werden wir, wenn es im Eifer des Gefechts nicht untergeht, auch noch über den Sachstand berichten, wie der Bundesrat hier in Sachen Rentenwertbestimmungsverordnung entschieden hat. Er muss auf jeden Fall zustimmen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und natürlich für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland eine ordentliche Rentenerhöhung zum 1.7.2023. Tschüss!